Hi und willkommen bei Schwalbe und Zänken. Das hier ist ein werbefreier Kanal und der soll es auch bleiben. Und wenn euch gefällt, was ihr seht und wenn ihr Lust habt, diese Arbeit zu unterstützen, dann könnt ihr das auf verschiedene Art und Weisen tun. Das verlinke ich in der Videobeschreibung. Oder ihr schaut euch dieses Video einmal an und dann könnt ihr da gucken, was ihr davon haltet. Würde mich freuen. Okay, also ich habe ja mal vor einiger Zeit angefangen mit dem Format DIY-Experimente und das würde ich heute gerne mal fortsetzen und ein kleines Regal bauen, also ein Bücherregal für Taschenbücher. Die Idee für dieses Regal ist folgende: Das soll ein steckbares Regal sein. Und dafür mache ich als Seitenteile zwei Winkelstücke, also so eins und sagen wir mal so eins. So, das sind also zwei quasi zueinander stehende Winkelstücke. Und dann wird von hier ein Boden reingeschoben. Und dieser Boden hat Ausklinkungen. So. Das ist im Prinzip der Boden und damit der hier an einer bestimmten Stelle landet, klinke ich also diese Seitenteile auch aus. So. So ungefähr. Werden die also auch ausgeklinkt und dann wird dieses hier quasi als Nut ein bisschen verlängert bis in diesen Winkel hinein und geht hier um die Ecke. Diese Nut. So, dann versetzt sich das ein bisschen und das ist hier auf der anderen Seite, natürlich geht es nach hier hin weiter. Ne? Und das soll dafür dienen, dass es hier also eine Führung gibt und dass dieses Stück des Bodens dort aufgenommen werden wird. Von vorne sieht als Regal also auf der einen Seite quasi so aus. Und jetzt gibt es hier Böden drin. Und wenn ich das komplett rumdrehe, also man könnte sich vorstellen, das wäre freistehend. Wenn ich das komplett rumdrehe, dann sehe ich also Folgendes. Dann sehe ich hier auf dieses Winkelstück und hier auf dieses Winkelstück und sehe die Böden auf diese Art und Weise. Das klingt jetzt vielleicht für den Anfang ein klein bisschen verwirrend. Klärt sich aber hoffentlich im Laufe der Fertigung ohne weiteres auf. Und ja, das ist das, was ich heute so vorhabe. Dafür habe ich hier dieses Material, das in dem Falle ist ein hellgrau durchgefärbtes Valchromat. Valchromat ist im Prinzip so etwas Ähnliches wie MDF. Allerdings in einem anderen Klebstoff und vor allen Dingen hat es im Gegensatz zur MDF eine durchgehend homogene Plattenstruktur. Das heißt, MDF-Platten sind in der Regel auf den Flächen verdichteter und in der Mitte der Plattendicke weniger dicht. Und hier bei den Valchromat-Platten ist das gleichmäßig, durchgehend dicht. Diese hier hat eine Stärke von 8 oder 10 mm, lass mal gucken, es sind sogar nur 8.
Jetzt ist Valcromat nicht unbedingt ein Baumarktmaterial, aber MDF durchaus. Und ihr werdet sehen, dieses Regal lässt sich mit vielerlei Materialien bauen. Mit MDF, mit Sperrhölzern, mit Multiplexplatten, mit einer ganzen Reihe verschiedener Plattenmaterialien, also eben auch solcher, die man ohne weiteres im Baumarkt bekommt. Ich habe jetzt diese Platte mal hier genommen, weil sie nur 8 mm dick ist und weil ich gerne mal zeigen möchte, wie man was bauen kann mit möglichst wenig Materialstärke. Man ist ja immer schnell dabei zu denken, ja, das soll ja halten, ne? Und deswegen, weil es halten soll, mache ich mal Material ab 16 mm aufwärts oder so. Aber dieses hier ist jetzt schmal. Ich werde am Ende des Videos noch ein paar andere Formate zeigen und auch andere Materialien, aus denen ich dieses Regal schon gebaut habe. Und deswegen habe ich das jetzt hier genommen, nur deshalb, um mal diese dünne Materialstärke vorzuführen. Und da konnte ich hier leicht gerade Hände dran kriegen an dieses Material und deswegen nehme ich das mal. Ich werde das, wie gesagt, nur händisch bearbeiten, um das herzustellen. Da wird sich der eine oder andere denken, oh, das ist super umständlich, was du da machst. Das kann man hervorragend mit einer Maschine machen. Ja, das stimmt auch. Da bin ich ganz sicher. Ich habe auch die anderen Male, wo ich das Regal gebaut habe, das mit Maschinen gebaut. Also man kann das eigentlich auch genauso gut nur mit einer Kreissäge bauen und braucht dann gar keine Handmaschinen und gar keine Handwerkzeuge dafür. Aber ich finde es halt reizvoll zu sagen, okay, ich arbeite nur mit Handwerkszeugen und in dem Falle ist das hier eigentlich nur eine Säge und ein Hobel. Mehr braucht es dafür, naja, fast nicht. Ihr werdet sehen. Genau, und das Erste, was ich dafür tun muss, ist anreißen. Und zwar ist also die grundsätzliche Idee, dass man diese beiden Schenkel, aus denen nachher eine Seitenwand wird, zunächst mal aus einem Stück Material rausholt. Also ich werde es jetzt so machen, dass ich, das passt gut zu einem Taschenbuchformat, dass ich diese Tiefe hier des Regals 140 mm mache und diesen Schenkel, der da zur Seite wegguckt, den mache ich 70 mm breit. Im Prinzip könnt ihr dafür aber jedes andere Format verwenden, was das Material mitmacht und was sich dafür gut eignet. Ich mache das jetzt mal hier so knapp 80 cm hoch und dieses hier sind also jetzt beide Seitenteile, in die ich jetzt zuerst die erforderlichen Nuten reinschneide und die ich dann danach auseinanderschneide und dann die Gehrung in dem Falle dran hoble, tatsächlich mit der Hand. Das ist für mich auch ein bisschen experimentell, aber ich wollte das mal ausprobieren, wie weit man eben mit diesen nur Handwerkszeugen kommt gegenüber einem Teil, was nachher, wenn es fertig ist, gar nicht mehr so richtig handwerklich aussieht. Finde ich aber mal ein interessantes Experiment. So, und das heißt, das ist wie gesagt für Taschenbücher, also es wird 14 cm tief. Jedes einzelne Fach wird dann 20 cm hoch. Ich lasse unten einen Abstand von der Unterkante von, sagen wir mal, 5-6 cm. Also ich würde das jetzt so machen. Ich fange hier unten an, das anzureißen, mache das hier auf 60. Ja. 60 ist gut, dann mache ich mir hier einen Riss hin. Und jetzt stelle ich eine Seite drauf und mache mir da einen zweiten Riss hin. So, jetzt habe ich die beide schon. Dann habe ich gesagt, es wird jedes Fach wird 20 cm hoch. Das heißt, ich mache das hier jetzt auf 208, ne, wegen der Materialstärke. Und mache mir hier wieder einen Riss hin. Stelle wieder die Seite dran. Und reiße das nochmal. Und das Ganze wiederhole ich noch zweimal. Bin ich hier 208. Ein Riss.
Und noch ein Riss. Und noch ein letztes Mal. 208. Dann habe ich oben drüber noch ein bisschen Überstand und der eignet sich natürlich sehr, sehr gut als seitliche Buchstütze. So, dieses sind jetzt erstmal grundsätzlich meine Risse. Ich hoffe, das kann man sehen, grau auf grau. Ich hoffe, ich kann es gleich auch noch sehen beim Ausschneiden, die ich brauche, um gleich die Nuten zu schneiden. Dann habe ich gesagt 14 und 7, das hier ist jetzt etwas mehr als 21. Das heißt, ich mache mir erstmal einen Riss bei 70. Den mache ich hier. Und von der anderen Seite mache ich einen bei 140. Und ihr werdet gleich sehen, wofür ich dann die Luft verwende, die dazwischen noch stehen bleibt. Denn ich werde das einfach genau in der Mitte schneiden und den Rest dann, wie gesagt, eben nachher weghobeln. So, das ist mal das. Und jetzt habe ich also meinen Schenkel aufgeteilt. Ich brauche diese 70 nochmal, denn 70 soll von hier aus die Einklinkung werden, in der ich das also durchsetze. Das heißt, ich werde diese Einklinkung, diese hier, an beiden Teilen ein bisschen tiefer machen. Aus dem einfachen Grund, weil man dann kein Problem damit kriegt, wenn sie beide zu tief sind, weil gebremst wird der Boden ja vorne an dieser Seite. Ich hoffe, ich drücke mich klar genug aus. Falls nicht, bitte ich um ein bisschen Geduld. Ihr werdet das gleich sehen. Wenn es zusammen ist, dann versteht man das. Also der Anschlag dieses Fachbodens ist sozusagen hier vorne. Und deswegen kommt es nicht so sehr darauf an, ob diese Ausklinkung in der Mitte sehr gut zueinander passt. Im Gegenteil, ich mache sie sogar vorsätzlich ein bisschen tiefer, damit ich das, was da entsteht, also ich versuche mich also an dem Material, an der Qualität des Materials zu orientieren, damit ich das, was da in der Mitte stehen bleibt, einfach ausbrechen kann und nicht ausstemmen muss. Ein MDF ist kein besonders schönes Material zum Stemmen. Davon ab tut es auch dem Stecheisen natürlich nicht so sehr gut. Das heißt, ich nehme 75, dann bin ich 5 mm tiefer. Und dann kommt hier meine Ausklinkung rein. So, das heißt also, von hier bis hier kommt nur eine Nut, das hier wird komplett ausgeklinkt. So, und was ich jetzt noch brauche, ist einfach das, wie es nachher zusammengefaltet wird. Was ich jetzt tun muss, ist, ich muss mir hier auf der Kante diese Gärungen anreißen. Das heißt, ich muss die hier einmal senkrecht drüber reißen, diese beiden Risse, und jetzt wird dieses hier die Gärung. So, und das
das muss ich dann wiederum hier runterreißen. So sieht's hier aus. Und weil ja diese Teile genau spiegelbildlich zueinander werden, kann ich das also immer so festhalten und übertrage jetzt ringsherum alle Risse, die ich hier gemacht habe, auf die andere Seite der Platte, also quasi auf die Oberseite, und dadurch bekomme ich ein exaktes spiegelbildliches Abbild. Ne? So sieht es. Das Gleiche betrifft natürlich alle Risse, die ich hier oben drauf habe. Ne, auch die übertrage ich mir jetzt möglichst vollständig hier rüber. So, okay. Diese Säge hier ist im Prinzip eine Katawa, die verkauft wird als nicht nur für Harthölzer geeignet, sondern eben auch für Plattenmaterialien. Ich habe das ein bisschen probiert und ich finde, ja, das funktioniert recht gut. Ich weiß noch nicht, wie lange das Sägeblatt nachher am Ende tatsächlich scharf bleibt. Aber damit arbeite ich das jetzt aus. Das heißt, ich mache jetzt hier diese Schlitze rein. Also quasi genau diese Nuten hier, ne, die mache ich als erstes und dann mache ich in der Folge, nicht die Nuten, sondern die Schlitze. Also ich mache diese Schlitze und in der Folge mache ich dann die Nuten. Ich habe beide Platten voreinander gespannt, sodass man also hier die auch zusammen sägen kann. Und das mache ich jetzt einfach der Reihe nach weg. Ne? Fange ich hier an. Was ich jetzt mache, ist, dass ich mir in Flucht dieser Sägeschnitte hier insgesamt 3 mm tiefe Nuten ausarbeite. Dafür benutze ich mal wieder die allseitig bekannte Leiste als Anschlag, die man ja auch zum Graten verwendet, und spanne die also hier drauf. Genau auf meinen Riss. Hier noch ein bisschen korrigieren. Wenn es erforderlich ist. So, jetzt habe ich die genau auf den Riss gespannt, nehme die Säge, halte die hier dran und schneide hier
ein. Das geht relativ zügig, weil das Material ja nicht besonders hart ist. So, das gleiche natürlich dann an der anderen Seite. So. So habe ich also jetzt hier meinen Sägeschnitt drin. Und das Ganze mache ich jetzt noch weitere 7 Mal. Und dann habe ich diese Schnitte schon mal so weit durch. Genau. Das heißt, so. Genau, also ich orientiere mich hier der Einfachheit halber beim Schneiden an der Zahntiefe. Das passt hier ganz gut zusammen. Ich mache das einfach so tief, wie die Zähne sind. Und wenn ich gleichmäßig sehe, dass die Zähne bis auf den Grund in dieser Nut verschwinden, dann weiß ich, dass die tief genug ist. Das ist eigentlich recht praktisch. Jetzt kann man das von hier sehen. Wenn da die Zähne gleichmäßig in der Nut drin sind, dann weiß ich, soweit ist okay. Okay, also wenn diese Sägeschnitte soweit getan sind, dann werde ich jetzt hier als erstes diese Teile, die wir nachher als durchgehenden Schlitz benötigen, um den Boden da reinzustecken, einfach schlicht rausbrechen. Nehme ich mir ein bisschen Werkzeug zu Hilfe. So, und jetzt kann man das hier einfach rausknacken sozusagen. Das bricht auch relativ zuverlässig da ab, wo es soll. Wenn nicht, kann man da noch mal ein bisschen nachhelfen.
am besten natürlich von außen nach innen und nicht, wie ich es gerade gemacht habe, von innen nach außen. So, jetzt kann ich hier mal nachmessen, ob ich da überall mindestens die 75 habe, die ich haben will, oder auf jeden Fall doch über 70. So. Das nächste, was ich mache, ist aus diesen Nuten den Grund rauszuhobeln. Und ihr wisst ja, ich bin nicht wirklich ein Freund von Grundhobeln, aber ich sehe mir ja auch Videos an selber und da gibt es großartige Sachen. Zum Beispiel dieser hier. Ich möchte das Modell Dominik nennen. Ganz einfach deshalb, weil Dominik der Erste war, bei dem ich das gesehen habe. Ich finde das super cool. Ich habe das noch ein bisschen getuned, indem ich hier diese Daumengriffauflage rausgenommen habe. Und außerdem könnt ihr hier sehen, bin ich hier einmal mit einem Forstnerbohrer durchgegangen, damit man bei einem Grundhobel einfach besser da reingucken kann, um zu sehen, wo man schneidet. Ne? Und auf diese Art und Weise, olles Stecheisen, oller Hobel, wäre eigentlich fast schon auf dem Müll gelandet. Cooler Grundhobel. Ich habe den jetzt hier, weil das so ein weiches und sprödes Material ist, schon mal direkt auf die fertige Tiefe gestellt, weswegen der das Material so ein bisschen rausknicken wird und nicht so sauber spanmäßig abhobelt. Aber ich habe mir hier bei diesem Material das geschenkt, da noch unterschiedliche Spandicken so sukzessive einzustellen, sondern ich mache das gleich auf einmal. Deswegen wird es wahrscheinlich so ein bisschen hackeln, aber grundsätzlich, glaube ich, kriegt man das da schon ganz gut raus. Also ich habe hier jetzt ein olles 8er Stecheisen und mit dem, glaube ich, muss man so ein bisschen, ne, ihr seht, da gibt es diesen Knick am Anfang. Aber grundsätzlich funktioniert das so schon ganz gut. Setze das genau an oder einmal dahinter. Das ist ja das Schöne an diesem Modell ist, dass man da ja im Prinzip tatsächlich, nochmal danke Dominik, tatsächlich jede Stecheisenbreite einsetzen kann. So und kann man hier nochmal schon mal vorab so einen Test machen, wie gut die Platte da reinpasst. Denn das sollte sie. Ja, geht schon fast ein bisschen stramm. Das ist gut so. Da muss man. Genau. Okay. Gleiche bei den Schlitzen. Wie sieht es da hier aus? Da sieht es okay aus. Da sieht es okay aus. Da ein bisschen was nachgearbeitet werden. So, das kann man auch wiederum sehr gut mit einem alten Stecheisen machen. Okay. Und jetzt schneiden wir das einmal komplett durch. Genau in der Mitte zwischen diesen beiden Rissen. Ne?
man sieht, ist diese Säge da ziemlich zügig drin unterwegs. Okay, was jetzt kommt, das ist der Teil, der tatsächlich am kniffligsten ist von allen, um das mit der Hand herzustellen. Und wo man sich auch fragen kann, natürlich, ist das wirklich sinnvoll? Aber wie gesagt, es ist ja die Reihe Experimente und Experimente mit Arbeiten mit der Hand. Nämlich, hier muss ja jetzt, damit ich das hier drumherum falten kann gleich, eine Gehrung dran. Und diese Gehrung hobel ich jetzt mit der Hand da dran. Und da muss man aus mehreren Gründen aufpassen, nämlich einmal, dass man das wirklich, dass es wirklich gerade ist und dass man die Gehrung trifft. Vor allen Dingen aber muss man aufpassen, dass man sich nicht verletzt. Da wird es nämlich scharf und spitz. Und als ich das probiert habe, ist es auch prompt schon mal passiert. Deswegen seid vorsichtig, wenn ihr sowas macht. Wenn ihr jetzt eine Kreissäge macht, müsst ihr nun die Maschine auf Gehrung neigen, das Sägeblatt, und dann seid ihr natürlich sofort fertig. Ich nehme dafür hier meinen geliebten alten, ich würde sagen, der ist ungefähr 30 Jahre in meinem Besitz. Ich glaube, in Orange gibt es die gar nicht mehr. Die sind jetzt heute immer rot und hier steht dann dieses Schweizer weiße Kreuz noch drauf und es ist irgendwie... Aber das ist mein guter alter Baustellengaul, der schon lange Jahre seine Dienste versieht. Und diese auswechselbaren HSS-Klingen sind tatsächlich für sowas hier genau das Richtige. Das heißt also, ich richte jetzt diese beiden Teile genau übereinander aus, dass meine angerissenen Gehrungen zusammenpassen. Und so spanne ich mir das jetzt hier ein. Und man muss natürlich aufpassen hier bei solchen Überständen wie diesen hier, muss man auf jeden Fall nochmal mit einer Zwinge und am besten auch noch mit Zulagen zusammenziehen, damit die sich nicht voneinander wegbiegen. Und dann wird es ungenau. So. Wie sieht es hier aus? Hier mache ich auch noch meine Zwinge drauf. Nur so zur Sicherheit. Genau. Und jetzt nehme ich da mal was weg davon, ne? Also ich fange jetzt sozusagen genau auf diesen beiden Ecken an. Jetzt kann ich erstmal relativ viel ruhig abnehmen.
dann muss man versuchen, möglichst im Blick zu behalten, dass diese Phase, die dabei, diese Doppelphase sozusagen, die dabei entsteht, dass die über diese ganze Länge möglichst gleichmäßig wird. Auch hier mal nach dem Winkel gucken. Okay. Nach den Rissen gucken. Und man kann natürlich auch kontrollieren, wie verhält sich das hier mit dem Winkel. Auch wichtig, nicht das hier. Okay. Ja, dann Verleimen auf Gärung, wie schon gehabt. Hier. Und wichtig, wichtig, einen Streifen lang drüber. Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, als wir die genähte Kiste verleimt haben. Denn das ist die Methode, wie nachher die Gärung tatsächlich zusammenhält. So, jetzt kann man das hier mal einmal probehalber hinstellen und gucken, kriegt man das in den Winkel. Ich würde immer gucken, den da, wo der Boden ist, so ein bisschen auszusetzen. Den Leim. Damit man da nicht hier den nachher so umständlich da rausfriemeln muss. So. Und dann ziehen wir das Ding mal zusammen. So, einmal so. Halte ich hier einen Winkel hin. So. Dann halten wir hier einen Winkel hin. Gut, soweit, so gut. Ja, jetzt müssen wir natürlich nur noch diese Böden anreißen und ausschneiden. Das ist wiederum etwas leichter deshalb, weil es alles nur gerade Sägeschnitte sind. Man muss wieder den Abfall so ein bisschen rausbrechen. Das heißt, ich habe natürlich hier diesen Überstand von 70 mm und jetzt bleibt aber ja hier nur noch das Material stehen, was ich da nach dem Nutaushobeln gelassen habe. Das heißt, das sind 5 mm. Das heißt also, ich brauche einen Riss einmal bei 70 mm von der Kante und einmal bei 65. So, und das gleiche auf der anderen Seite, das habe ich jetzt hier schon mal gemacht.
Dann reiße ich mir die runter, beide. Und dann schneiden. Alle zusammen. Und zwar diesen Schnitt. So, dann einmal diesen hier. Et voilà. Knipsen wir den Abfall raus. Das natürlich aus allen Teilen. Also so ist das im Prinzip. Jetzt sind alle Teile fertig gebaut. Es hatte jetzt noch nicht der Leim genügend Zeit zu trocknen. Deswegen lasse ich jetzt hier zum Zusammenstecken und zum Zeigen, wie das zusammengebaut wird und aufgebaut aussieht, da mal nochmal einen Reservestreifen von dem Tesafilm dran, damit mir das nicht auseinanderfliegt beim Zusammenbauen. Genau. Und dann schauen wir mal, wie das hier so funktioniert. Also eigentlich ist die Idee, wenn das so zusammensteckt. Hier. Hier. Also. Zwei, drei, vier. So. Der noch. Genau, das ist die Idee. So sieht das Ganze im Prinzip fertig aus. Man kann es also, wie gesagt, steht eigentlich relativ stabil, auch frei. Kann es so rum wie so rum hinstellen, dann kann man hier noch so kleine Nippsachen draufstellen, wenn man möchte. Diese Art und Weise stabilisiert sich das auch schön, ne, weil diese Teile so überschoben sind. Ja, so sieht das Regal aus. Was kann man da machen?
kann Hermann Hesse reinstellen. Fast komplett. Und macht sich eigentlich ganz gut, finde ich. Ja, wie gesagt, ich habe dieses Regal in anderen Kontexten auch schon gebaut, aus anderen Materialien. Unter anderem habe ich das einmal in Nussbaum gebaut, aus Nussbaum-Messerresten. Das Messerreste sind so ein Massivholz-Endprodukt sozusagen, sind sehr dünne Bretter. Die sind aber im Prinzip Bretter aus dem Herz des Baumes, also mit sehr stehenden Jahresringen. Und da habe ich das in einer ähnlichen Materialstärke gebaut, nämlich in 9 mm. Und dafür aber mehrfach so groß, also 1 Meter breit und 2 Meter hoch. Da muss man natürlich an dieser Stelle sich was einfallen lassen, denn so ein Boden wie dieser hier, wenn der aus Massivholz ist und das ginge so in diese Richtung, dann würde natürlich dieses Teil hier schlicht einfach abbrechen. Und deswegen habe ich hier an diese Stelle eine Schlitz- und Zapfenverbindung dran gemacht, damit ich hier also Längsholz habe. Das ist dann natürlich auch ein bisschen aufwendiger. Insgesamt kann man sich schon die Frage stellen, ist das ein Projekt, was wirklich sinnvoll ist, dass man es mit der Hand baut oder also nur mit der Hand baut. Insbesondere die Sache mit der Gärung, die ist dann schon doch ganz schön tricky. Aber es ging ja um die Frage, geht es eigentlich? Und natürlich seid ihr findig genug, das Ganze mit einer Maschine herzustellen, da habe ich nicht die geringsten Zweifel. Ne? Also, macht's gut und wir sehen uns bald wieder, hoffe ich. Bis dann. Ciao.